Zwei von 3.500 Mann. Tut mir echt leid. Nein, ich meine am 12. September, einen Tag danach. Bei einem Verkehrsunfall. Einmal diesem Wichser Bin Laden gegenüberstehen. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach darüber gehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen.